Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir stehen hier immer noch mit unserer Hamsterbacke in Wurzen. Wir sind ja ursprünglich auf dem Weg von Leipzig nach Riesa. Insgesamt sind es zwei Teile und dieser erste Teil befasst sich mit der Fahrt von Leipzig nach Riesa und insgesamt fährt der Zug bis nach Dresden, Hauptbahnhof. Dies passiert dann allerdings im zweiten Teil. Es ist ein Karriereszenario, welches oft mitgeliefert wird in dem DLC Leipzig-Dresden. Und wir haben jetzt im Übrigen Ausfahrt. Und ich bin ja gestern in den Wurzen stehen geblieben. Und warum fahren wir jetzt nicht weiter? Ist jetzt los? Was stimmt denn jetzt nicht? Was ist hier? Ach. Das wollen wir ja mal ganz schnell ändern hier. Denk schon, was ist denn hier jetzt Sache? 80. So, ich wollte schon sagen, jetzt stimmt doch hier nicht. Und wo war ich? Genau, ich war gestern in Wurzen stehen geblieben. Hatte euch ja gesagt, dass ich weitermache in einem neuen Video. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg weiter nach Riesa. Nächste Station, Küren. Dahlen, Oschatz und Riesa wird dann noch folgen. Das Wetter hat sich leider auch noch nicht verbessert. Es ist weiterhin am Regnen. Aber machen wir das Beste draus. Immerhin sitzen wir im Trockenen. So, 160. Eieieiei, so ein bisschen. So sieht schon besser aus. Bisher haben wir auch alle Halte mit Häkchen abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Und das werden wir hoffentlich auch die nächsten vier Stationen so beibehalten. So, nächste Station ist Küren. Da kommt sie auch schon. Ein etwas kurzer Bahnsteig, wie man sieht. Das heißt, eine Verbremser ist da eigentlich bitte sofort bestraft. Das heißt, wir müssen da sehr geschmeidig in den Bahnsteig einfahren. Oder in den Bahnhof einfahren. An den Bahnsteig heranfahren, so. Es wird ein wenig darüber hinausgehen, aber nicht allzu sehr.
Nicht allzu sehr. So, gerade noch so geschafft. Einigermaßen. Einigermaßen. So, da kommt der Gegenzug. Sagt's ruhig, das mit dem Bremsen muss ich noch üben bei der Hamsterbacke, sagt's ruhig. Ich höre euch schon ich lese euch schon in den Kommentaren. So, auf geht's. Nächste Station, Dahlen. Oder Dahlen. Nennt es, wie ihr wollt. So, 160. Mehr ist auch gar nicht drin, diesem Zug. Ja, da steht's. Höchste zulässige Geschwindigkeit 160 km/h. Es hört und hört nicht auf zu regnen. Ach schön, es regnet sogar innen drin. Seht ihr das? Ach, ich liebe DTG. Da regnet es sogar in den Fahrzeugen. Traumhaft. So, Dahlen haben wir dann auch gleich erreicht. Danach kommt dann noch Oschatz und schließlich Riesa. So, diesmal werde ich aber ein bisschen früher bremsen, damit ich nicht wieder
so einen leichten Verbremser habe, wie gerade in Kühren. Denn dann wollen wir ja komplett am Bahnhof, am Bahnsteig stehen. So, ist hier schon mal ein bisschen. Ja, ich glaube, wir können schon mal anfangen zu bremsen. Diesmal sollte das aber besser klappen. So, das sieht ja schon ganz anders aus hier. Passt hier ganz rein? Passt hier ganz rein? Ja, ziemlich. Geht doch. Wunderbar. So, danach sind es dann noch zwei Stationen, Oschatz und schließlich Riesa. Und den zweiten Teil dieses ganzen Szenarios werde ich euch dann in einem gesonderten Video zeigen. Also die Fahrt dann von Riesa nach Dresden. Als nächstes soll ja bei Train Sim World 2 die Dampflok Einzug halten. Das Ganze soll ja am 31. Mai 2022 veröffentlicht werden für den PC, PlayStation und so weiter. Freut ihr euch drauf? Könnt ihr mit der Dampflok was anfangen? Habt ihr darauf gewartet oder sagt ihr, nee, danke, für den Preis ist mir das zu teuer? Das Ganze soll ja 29,99 kosten. Von DTG und ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht. Freut ihr euch drauf? Mögt ihr die Dampflok? Seid ihr Fan der Dampflok? Oder sagt ihr, nee, danke, mit Dampflok kann ich gar nichts anfangen und ich hätte mich lieber über was anderes gefreut? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr euch darauf freut oder ob ihr euch da nicht drauf freut. Würde mich interessieren. Also, wie gesagt, dieses DLC soll am 31. Mai 2022 veröffentlicht werden für den TSW 2 von DTG. Und das Ganze soll 29,99 kosten. So, Oschatz haben wir dann auch gleich erreicht. Da kommt uns was entgegen. Ein Güterzug.
Was mich auch noch interessieren würde, weil ich da so die ganze Zeit drauf gucke. Wieso ist gerade in der Hamsterbacke das Megafon zu sehen und in allen anderen Triebwagen und Lokomotiven nicht? Warum aber gerade hier in der Hamsterbacke? Wenn ihr darauf auch eine Antwort habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Das aber nur so nebenbei. So, 80, um Himmels Willen. So, ich denke mal, beim nächsten Signal ist es dann soweit. Spätestens beim allernächsten. Kurz vor Oschatz. Wird das Ganze dann auf 80 Höchstgeschwindigkeit springen? Mit Sicherheit. Zack. Beim Zwergsignal. So, Schatz hätten wir dann auch erreicht, ohne Probleme und pünktlich, wohlgemerkt. Ah, fahren wir noch weiter vor. Die Herrschaft nicht so weit durch den Ring latschen müssen. Sie sind ja kundenfreundlich. So. Es dürfte doch dann genügen für die Damen und Herren. So, wir öffnen die Türen. So, aber das Wetter wird trotzdem nicht besser. Aber vielleicht täusche ich mich und es wird heller. Meint ihr auch, dass es heller wird? Naja, mal abwarten, wie es im zweiten Teil aussieht. Auf dem Weg von Riesa nach Dresden. Vielleicht hat es ja dann aufgehört zu regnen oder es hört dann auf zu regnen. Wäre natürlich schön, damit wir auch mal ein bisschen hier sonnige Abschnitte haben. So, 80 weiterhin. Noch nicht mal Platz zum Unterstellen hier. Also, ja gut, da. Doch, ich nehme alles zurück. Das geht doch, das geht. So, wir müssen das Ganze mal von hier aus ansehen. So, auf geht's zur letzten Station, Riesa. Fahren jetzt noch gute 10 Minuten, nicht ganz, und dann sind wir auch schon in Riesa und haben diesen ersten Teil dieses Karriereszenarios erledigt. So, volle Leistung.
So geht es ihm heute den ganzen Tag gefühlt. Nur Einsatzfahrzeuge am Fahren. Also, das ist der Hammer. Es ist ein ganz normaler Sonntag heute. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ob ich es mit auf dem Mikro habe, aber ich bin gespannt, wenn ich es nachher reinhöre, ob man es hört. So, noch 7 Kilometern. So, 120 und 80, dann sind wir auch schon fast da. So, 80. Scheinen auch pünktlich in Riesa anzukommen. Das ist sehr, sehr schön. Dann schließe ich dieses Szenario vielleicht doch mit 1000 Punkten ab. Das wäre schön. So, und wenn alles klappt, nein, was erzähle ich denn da? Wenn alles klappt, dann wird mein YouTube-Kanal in Zukunft von 2 Personen geführt. Das heißt, dann werden da noch mehr spannende, exklusive Videos hochgeladen, worauf ihr euch freuen könnt. Und ja, seid gespannt auf noch mehr Material auf meinem Kanal, noch mehr Videos, noch mehr unterschiedliche Dinge und seid einfach gespannt und es wird in Zukunft, wenn alles klappt, sehr, sehr unterschiedlich werden. So,
Ich werde jetzt hier ein wenig in die Bremse hauen. Wir auch gleich pünktlich, beziehungsweise rechtzeitig in Riesa zum Stehen kommen. Nicht, dass wir den Bahnhof jetzt noch überfahren. Vor lauter Laberei. So, da steht schon eine andere Hamsterbacke, die auf uns mit Sicherheit gewartet hat, damit sie hier langfahren kann. Die sich jetzt auf dem Weg nach Leipzig machen wird. So, ich denke, das dürfte genügen. Wir öffnen die Türen zum letzten Mal in diesem Video. Da kommt uns noch ein ICE entgegen. Wunderbar. So, das war's dann fürs Erste im ersten Teil oder mit dem ersten Teil in dem Szenario Leipzig-Dresden mit dem RE50. Wie gesagt, im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Fahrt von Riesa nach Dresden. Dieses werde ich in einem weiteren Video präsentieren. Fürs Erste war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie gesagt, es ist der erste Teil. Und der zweite Teil wird folgen in einem anderen Video. Ich denke spätestens nächste Woche Samstag. In der Zwischenzeit werde ich Dienstag auf Tour gehen. Das heißt, dann werde ich Live-Material sammeln. Und freue mich darauf. Fahre erste Klasse im ICE und für mich eine neue Erfahrung. Ich habe das noch nie gemacht, erste Klasse fahren und ja, das wird für mich eine Premiere werden. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf das Spotten und endlich wieder auf Tour gehen. Ich habe es vermisst. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch auf das, was ihr dann seht in einem der nächsten Videos. Freut euch drauf. Habt einen schönen Abend. Habt eine schöne Woche. Ich für meinen Teil habe Urlaub. Freue mich da auch sehr drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal im zweiten Teil. Von Riesa nach Dresden in der Hamsterbacke als RE50 und gute Arbeit, Lokführer. Sie haben das Ende dieses Szenarios erfolgreich erreicht. Um diesen Dienst nach Dresden fortzusetzen, laden Sie bitte Szenario 03 RE50 16 Uhr Leipzig Hauptbahnhof Dresden Hauptbahnhof Teil 2. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Macht's gut, bye bye, euer der Danny Spieters. Ciao, servus. Und tschüss.